Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal zum Thema Velux und wie man die Rollläden von Velux in sein Smart Home System integrieren kann. Ja, scheinbar funktioniert der Velux-Vertrieb da draußen ausgezeichnet, weil ich bekomme extrem viele Anfragen, dass jetzt eben solche Dachflächenfenster eingebaut wurden, die Bauherren so kleine Taster bekommen haben, womit sie die Rollläden dann über Funk dann eben hoch und runter fahren können. Aber das war es dann einfach auch schon. Das heißt, da kann man das Ganze nicht in Automatismen, in irgendwelche Regeln integrieren. Man kann es nicht mit anderen Rollläden dann eben synchronisieren. Ja, und da wollen viele logischerweise ein bisschen mehr. Genauso eben mein Nachbar, und da habe ich jetzt eben die Chance ergriffen und gesagt, hey, ich helfe dir dabei, diese Rollläden eben in dein Smart Home System zu integrieren, und dafür braucht man dann eben von Velux ja ein bisschen Zubehör, in diesem Fall diese KLF 200 Box. Das liegt eben daran, dass die Kommunikation zwischen den Komponenten verschlüsselt ist und das Protokoll eben geschlossen ist. Das heißt, man kann nicht irgendwie einen Funkstick selber bauen für wenige Euro und das Ganze dann eben einfach ansprechen, sondern man muss eben ja, das Originalzubehör kaufen. Das Protokoll, was dort verwendet wird, heißt IO Home Control und wurde eben von mehreren Herstellern entwickelt. Unter anderem eben von Somfy oder auch Velux und eben noch ein paar anderen. Naja, und deswegen muss man eben auf das Originalzubehör zurückgreifen. Aber da gibt es eben ja von den meisten Herstellern dann eben Möglichkeiten, um eben das Ganze doch eben zu integrieren. Und worein man das integriert, ist dann eben egal. Das heißt, wir packen diese Box dann eben in das eigene Netzwerk und können dann über das Netzwerk ja mit dieser Box kommunizieren über eine Schnittstelle, und die übernimmt dann eben die Kommunikation mit den einzelnen Rollläden. Für die meisten Smart Home Systeme gibt es eben dann zu dieser Box schon fertige Schnittstellen, zum Beispiel für IO Broker, FEM, Node-RED oder auch KNX. Da kann man das alles ja nahtlos dann eben integrieren, und wir packen diese Box dann gleich erstmal aus, schauen, was da drin ist, dann richten wir das Ganze gemeinsam ein, lernen die Rollläden an und integrieren das Ganze dann eben in den IO Broker, und dann kann ich euch eben zeigen, was damit möglich ist und was damit auch eben nicht möglich ist. All das hier in diesem Video. Jetzt erstmal hier viel Spaß. Wie versprochen, schauen wir zuerst gemeinsam in den Karton rein. Ich habe den schon mal hier aufgemacht. Und als erstes haben wir hier eine halbe Bibliothek an Anleitungen mit dabei. Keine Ahnung, was sich Velux dabei denkt. Alle möglichen Sprachen hier. Das ist wirklich super dick. Etliche kleine Heftchen hier. Aber okay, dann haben wir hier die Zentrale selbst, also das Interface. Dann haben wir hier ein USB auf Micro-USB-Kabel mit verschiedenen Adaptern hier noch für das mitgelieferte Netzteil. Hier haben wir noch, ich glaube, das ist UK hier das Ganze. Und dann haben wir hier noch Schrauben und Dübel. Das Ganze kann man eben auch an der Wand befestigen. Hier haben wir noch so ein paar schwarze Gumminoppen und so ein paar vorkonfektionierte Kabel. Das ist alles mit dabei. Die kann man eben da hinten anschließen. Falls wir die brauchen, zeige ich, was man damit genau machen kann. Denke ich aber erstmal nicht. Ja, wie gerade schon gesagt, die Anleitung wird auf jeden Fall in jeder erdenklichen Sprache des Planeten mitgeliefert. Da sollte für jeden was dabei sein. Ökologisch natürlich hier eine Katastrophe. Schauen wir uns als erstes die Geräterückseite und die Anschlussmöglichkeiten an. Und zwar haben wir erstmal einen Ethernet-Port. Da steht aber in der Anleitung, dass der leider nur für den Velux-Service ist. Das heißt, hierüber können wir, laut Anleitung zumindest, das Gerät leider nicht in unser Netzwerk aufnehmen. Dann haben wir einen USB-Port, der dient eben für die Spannungsversorgung. Wir haben einen Reset-Button, diverse Outputs und Inputs. Da können wir eben diese vorkonfektionierten Stecker aufstecken. Und hier ist eben das Schöne, wenn wir das hier zum Beispiel dann an ein potenzialfreies Relais dann eben auflegen, können wir so zum Beispiel auch eine KNX-Integration realisieren. Ganz einfach über die digitalen Eingänge hier auf der Rückseite. Als erstes nehme ich jetzt das mitgelieferte USB-Netzteil und stecke dort das USB-Kabel ein. Genauso hier eben an der Velux-Box. Und das Ganze kommt jetzt in die Steckdose. Und dann machen wir eben am Rechner weiter. Sobald die Box hochgefahren ist, blinkt die gelbe LED vorne auf dem Gerät, und jetzt sollte ein eigenes WLAN bereitgestellt werden, welches Velux-KLF- ja, und dann ein Teil der Seriennummer beinhaltet. Und wenn ich mich mit diesem WLAN verbinden möchte, dann brauche ich natürlich ein Passwort, und dieses Passwort finden wir auf der Rückseite des Gerätes. Dort also nachschauen, einmal abtippen und sich dann eben mit diesem WLAN jetzt hier verbinden. Ich klicke also jetzt hier auf Join, und dann wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, und als nächstes brauche ich einen Browser, und mit diesem Browser, zum Beispiel Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, was auch immer, mit dem verbinde ich mich dann mit einer bestimmten Webseite.
Ich nutze jetzt hier einfach mal Safari und gehe jetzt auf HTTP und dann hier klf200.velux und drücke Enter. Ja, und dann sollte ich eben hier auf diese Anmeldeseite kommen. Hier kann ich noch eine Sprache auswählen, zum Beispiel jetzt hier Deutsch. Und das Standardpasswort hier ist ganz kreativ velux123. Enter. So, jetzt kann ich das Ganze konfigurieren und zwar entweder als Interface oder eben als Repeater. Was wir jetzt machen, ist das Ganze hier als Interface zu konfigurieren. Und dann werden wir darum gebeten, eben neue Produkte hinzuzufügen. Ja, und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben so eine Zwei-Weg-Bedienung im Einsatz, wie zum Beispiel die KLR200 oder die KLR100. Dann können wir von diesen Fernbedienungen die Einstellungen auf die KLF200 kopieren und wären dann schon fertig. Das ist in meinem Fall leider nicht so. Das heißt, wir müssen hier den anderen Weg gehen und die Geräte eben einzeln hier anlernen. Ja, und wie genau das geht, finden wir hier in diesen Menüs für alle möglichen Gerätetypen. Da einfach mal durchblättern und je nachdem, was man im Einsatz hat, kann man dann eben hier ja das Ganze in den Anlernmodus bringen und eben hier an der KLF200 dann eben registrieren. Ich suche jetzt also hier mein Produkt raus. In diesem Fall ist das diese KLI 310, 311, 312 und so weiter. Und die hat auf der Unterseite so ein kleines Zahnradsymbol zur Registrierung. Und da drücke ich dann eben gleich eine Sekunde lang drauf. Ich kann ja mal hier auf die Produktsuche gehen. Und jetzt drücke ich eben auf diesen Button. Und jetzt sagt er mir, er hat ein Produkt gefunden. Das sieht doch schon mal gut aus. Das Ding heißt jetzt hier Roller Shutter 0. Ich mache das hier mal zu. Dann haben wir hier eben den Typ Rollladen. Wir können das Ganze identifizieren und so weiter. Das heißt, der Anlernprozess hat hier schon mal geklappt. Und genauso würde ich das jetzt eben hier mit den anderen Produkten auch machen, die immer erst in diesen Anlernmodus bringen, dann auf die Produktsuche gehen und die dann eben nach und nach eben hier hinzufügen. In diesen Rollladen hier nenne ich jetzt noch um. Der heißt jetzt nicht Roller Shutter 0, sondern zum Beispiel hier Spitzboden. Und dann drücke ich auf diesen grünen Haken und dann habe ich dem eben direkt auch einen neuen Namen gegeben, logischerweise. Über diese Web-Oberfläche können wir dann diese Geräte auch den Verbindungen hier zuordnen. Zum Beispiel kann ich hier einen Eingang wählen, sage Verbindung hinzufügen, wähle dann eben hier Produktposition ändern. Sage, ich möchte das für einen Rollladen machen, sage hier für den Spitzboden, da kann ich dann auch mehrere Produkte anklicken und sage zum Beispiel auf den Eingängen 1 und 2, da möchte ich ganz gerne dann den Rollladen im Spitzboden ansteuern. Auf Eingang 1, wenn er ein Signal bekommt, soll er zum Beispiel auf 0% fahren und auf Eingang 2 dann eben hier auf, ja, 80% als Beispiel und dann kann ich das Ganze an Relais anschließen, zum Beispiel von einem KNX-Schaltaktor und so dann eben hier ganz einfach mein Velux-System dann eben mit KNX verknüpfen als Beispiel. Wir wollen das Ganze aber ja nachher an den I/O-Broker hängen. Das Ganze läuft ja dann über das Netzwerk. Dafür gehe ich hier oben auf dieses kleine Zahnrad, also in die Einstellungen und klicke hier einfach mal auf LAN. Und hier sieht man Einstellung für den LAN-Anschluss auswählen. Hier ist jetzt eine statische Verbindung voreingestellt. Im Standard haben wir also die 192.168.1.100. Man kann auch einfach sagen, ich würde ganz gerne einen DHCP-Server verwenden. Natürlich macht es Sinn, solche Geräte mit einer statischen IP zu versehen. Ich würde das jetzt erstmal so machen. Umstellen kann man das Ganze dann immer noch. Ich klicke auf Netzwerkeinstellungen speichern, dann ist das Ganze gespeichert. Was wir dann noch machen sollten, ist in den Sicherheitseinstellungen das Passwort ändern. Das alte Passwort war ja hier velux123 und jetzt generiere ich mir einfach ein neues und füge das dann hier eben ein. So, das hier wird mein neues Passwort, Änderung speichern. Ja, damit würde ich es erstmal belassen und jetzt nehmen wir das Gerät erstmal in Betrieb. Ich trenne also hier meine WLAN-Verbindung und dann nutzen wir die LAN-Schnittstelle, um das Gerät zu integrieren, weil hier über die Oberfläche kann man das Ganze ja konfigurieren, komischerweise, während im Handbuch steht, dass die LAN-Schnittstelle eigentlich nur für den Velux-Service verwendet wird. Aber gut, wir testen jetzt erstmal, ob die LAN-Schnittstelle funktioniert und dann sehen wir weiter. Ja, und an dieser Stelle dachte ich eigentlich, ich nehme jetzt die Box, schließe eben ein LAN-Kabel an und kann eben das Ganze dann über die API ansprechen und eben die Rollläden fahren. Das war leider bei mir nicht der Fall, weil ich eben eine relativ neue Box habe, war dort natürlich auch ab Werk direkt die neueste Firmware aufgespielt. Die heißt 20071 irgendwas
Und genau mit dieser neuen Version liefen eben zum Beispiel die I.O. Broker Adapter nicht mehr. Das heißt, ich konnte jetzt eben leider nicht direkt weitermachen, musste ein paar Wochen warten. Und jetzt hat eben der Michael Schröder, das ist der Entwickler von dem I.O. Broker Adapter für die KLF 200, hat eben eine neue Version freigegeben, hat da wirklich hart dran gearbeitet. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt können wir eben weitermachen und das Ganze auch ja, in den I.O. Broker integrieren. Wichtig ist also, dass du für die alten Versionen noch die alten Adapter benutzt und jetzt ab der 2.0.0 Version eben die neueren Versionen. Das schauen wir uns aber gleich alles am Rechner an und welche ja, Möglichkeiten es dann eben mit der API gibt. So, jetzt also zurück an den Rechner. Wir integrieren jetzt eben die Veluxbox in den I.O. Broker. Jetzt befinden wir uns also in der I.O. Broker Installation und hier gehe ich einfach mal auf die Adapter und hier oben in dem Filter gebe ich mal KLF ein und finde dann hier den Adapter für die KLF 200. Hier finde ich jetzt aktuell nur die Version 095. Für die neueste Firmware, also diese 020071, brauche ich aber mindestens den Adapter in Version 1.0.0. Der wird mir hier jetzt noch nicht unter Stable angeboten. Deswegen muss ich jetzt hier den Verwahrungsort hier einmal auf Latest umstellen. Speichere das Ganze also, gehe dann hier wieder raus und aktualisiere diese Liste, beziehungsweise das macht er schon einmal automatisch. Und jetzt finde ich hier 1.0.0. Und diese 1.0.0 Version ist eben mit meiner Firmware, mit der neuesten Firmware hier und der neuesten API kompatibel. Deswegen füge ich jetzt direkt eine neue Instanz davon hinzu und die konfigurieren wir dann gleich eben gemeinsam. So, hier müssen wir jetzt zwei Einstellungen festlegen, einmal den Host und einmal das Passwort. Unter Host trage ich jetzt die IP-Adresse ein, die KLF 200 unter dem LAN-Anschluss eben bekommen hat. Vom DHCP-Server könnten wir natürlich auch über die Web-Oberfläche statisch vergeben. Das Passwort, das ist ein bisschen verwirrend, dieses Passwort ist jetzt das Wi-Fi-Passwort. Das heißt, das, was auf der Rückseite von der KLF 200 steht, das trage ich hier jetzt ein. Das ist eben genau das gleiche Passwort wie für den Access Point, den die KLF 200 eben aufmacht, wenn wir uns per WLAN damit verbinden wollen. So, und jetzt klicke ich auf Speichern und Schließen. Ja, und damit ist jetzt hier auch alles grün. Wir schauen mal in das Log und hier sehen wir auch schon KLF 200. Er hat sich mit diesem Host verbunden, hat jetzt eben keine Szenen gefunden, haben wir nicht angelegt, hat keine Gruppen gefunden, haben wir ja auch nicht angelegt, aber er hat schon drei Produkte gefunden. Also insgesamt sind drei Rollläden angelernt und die hat er jetzt hier auch gefunden. Die heißen Spitzboden, Schlafzimmer und Badezimmer und die sollten wir jetzt auch finden. Ich gehe mal hier unter die Objekte. Hier finde ich ja jetzt auch KLF 200, lade ich hier nochmal gerade einmal neu und finde hier unter Produkte dann eben die drei Kanäle und kann diese dann hier theoretisch auch schon ansteuern. Das heißt, die Integration hat hier wunderbar geklappt, jetzt eben auch mit der letzten Version finde ich wirklich gut und jetzt können wir hier die Rollläden dann entsprechend auch fahren. Hier zum Beispiel den Spitzboden, hier habe ich jetzt eben die Möglichkeit, das Ganze über einen Datenpunkt verfahren zu lassen. Wenn ich hier die Target Position einfach ändere, der steht jetzt gerade auf 100%, da könnte ich einen anderen Wert eintragen und dann würde das Rollo eben entsprechend auf diese Position fahren. Ja, und damit kann ich hier diese Rollos ganz normal hier in meine Szenen integrieren und das eben auch in Scripts nutzen, das Ganze je nach Sonnenstand fahren lassen für eine automatische Beschattung und so weiter. An dieser Stelle kommen wir zu einem kleinen Fazit. Was ist gut, was ist schlecht an der Box? Wir fangen erstmal mit den positiven Sachen an. Sehr gut gefallen hat mir zum Beispiel die Rückseite der Box, dass man über diese Inputs und Outputs, die ich in diesem Video gar nicht gezeigt habe, aber dass man darüber sehr einfach dann eben das Ganze in weitere Systeme integrieren könnte. Das heißt, eine Verknüpfung mit einem beliebigen System ist darüber sehr einfach. Entweder eben in KNX, Loxon, Homematic IP, Wired, was auch immer. Selbst ein selbstgebauter Arduino mit einem Relais-Shield würde eben funktionieren. Das heißt, da hat man eben alle Möglichkeiten, über diese Inputs und Outputs dann eben das Ganze ansteuern zu können. Das ist sehr, sehr positiv, finde ich auch wirklich gut gelöst. Die negativen Sachen sind auf der anderen Seite aktuell noch die Software. Ich finde es super anstrengend, dass dieses WLAN anscheinend nur für die Konfiguration geeignet ist. Das heißt, ich muss mich immer mit diesem Access Point von dem Velux-Interface verbinden, um irgendeine Konfiguration vorzunehmen. Das heißt, ich kann nicht einfach das Ganze über LAN, über Ethernet eben in mein Netzwerk bringen und dann eben auf diese Webseite zugreifen, um dann eben weitere Rollos hinzuzufügen,
ja, Parameter zu ändern, Inputs, Outputs umzuändern, anders zuzuweisen. Das geht alles nicht. Ich muss immer in diesen Access Point Modus und das WLAN eben wechseln. Warum das so ist, keine Ahnung. Das scheint auch erst in den aktuellen Firmware-Versionen so zu sein. Früher ging es angeblich auch über die LAN-Schnittstelle, dass man eben auf diese Konfigurationsoberfläche kam. Die Idee ist ja grundsätzlich ganz gut, dass man eben auf der Baustelle als Systemintegrator zum Beispiel ja kein bestehendes Netzwerk braucht, sondern direkt eben auf das Interface über WLAN zugreifen kann und schon mal alles konfigurieren. Aber im laufenden Betrieb finde ich es ein bisschen anstrengend, dass man dann eben immer wieder in das Netzwerk muss. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum kann man nicht einfach diese Veloxbox in ein anderes WLAN packen, um dann eben auch darauf zuzugreifen. Das WLAN scheint nur für den Access Point Modus gedacht zu sein. Man kann also keinen anderen WLAN als Client quasi beitreten. Das ist wirklich nur für die Konfiguration gedacht. Und keine Ahnung, warum diese Hürde dort besteht. Ich finde es ziemlich umständlich an der Stelle gelöst. Genau das gleiche eben über die Netzwerkschnittstelle. Diese Netzwerkschnittstelle ist eben nur für die API da. Ich kann darüber auch das Webinterface nicht aufrufen und somit auch die Box nicht konfigurieren. Es wäre doch viel einfacher, wenn ich WLAN gar nicht bräuchte, einfach Netzwerk einstecke. Das Ganze holt sich per DHCP eine neue IP zum Beispiel und dann kann ich direkt auf die Weboberfläche zugreifen und könnte das konfigurieren. Das geht leider auch nicht. Also warum es da diese Einschränkung gibt, was über WLAN geht und was eben über die LAN-Schnittstelle geht, das ist ein bisschen undurchsichtig. Wenn man aber weiß, wie das Ganze funktioniert, dann kommt man damit auf jeden Fall klar. Ist nur ein bisschen undurchsichtig. Vielleicht ändert sich das ja in zukünftigen Firmware-Versionen auch nochmal. Ja, und zum Schluss bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen oder weitergeholfen hat. Werde Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du von dieser Veloxbox hältst. Vielleicht hast du sie im Einsatz, vielleicht planst du sie einzusetzen. Wenn du weitere Themen dazu sehen möchtest, weitere Videos, schreib das gerne auch in die Kommentare. Ja, und dann freue ich mich auf den Austausch mit dir in der Kommentarsektion. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao, ciao.